Moin am Donnerstag, ne? Ich komme mir so ein bisschen vor wie Heino und Sven ist Hannelore mit der Brille. Aber das ist eine Sonnenbrille mit Sehstärke. Als mein Sohn die gesehen hat, hat er gefragt, ob wir im 3D-Kino waren und ich die mitgenommen habe. Nein, das ist die einzige Sonnenbrille im Moment, die ich habe mit Sehstärke. Das ist dann auch gut, da waren wir in Dänemark, da hatte ich die dann so in der Haare und wenn ich was lesen wollte, habe ich dann die Sonnenbrille aufgesetzt. In ziemlich dunklem Supermarkt. Da haben die bestimmt auch gedacht, oha, jetzt geht's los. Aber ja, scheißegal, was die Leute denken, ne? Das Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf, habe ich mal gehört. Prost Kaffee. Magen-Darm-mäßig bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich habe TT-Sept, so eine Tropfen genommen, so ein kleiner Becher, Tropfen rein. Und Susanne mischt sich das nicht mit Wasser, ich habe es pur genommen. Ich habe immer noch so einen leicht bitteren Geschmack. Ich will gleich mal gucken wegen Hopfenernten. Das hat mich ja, ich war beim NABU auf der Seite und habe geguckt, so Hopfen erntet man Ende August, Anfang September, passt. Und der getrockneten Hopfen, 2 Esslöffel oder so, kann man mit kochendem Wasser aufgießen. Und das dient so ein bisschen so der Beruhigung. Und sagt so, dann kann ich auch Bier trinken. Naja, jedenfalls wollte ich den ernten, weil hier hinter sind diese Hopfen, Zapfen, wie auch immer. Ede war schon unterwegs, sie hat sich schon einen Pass beantragt, einen neuen. Ihre ist ja auf wundersame Weise irgendwie abhanden gekommen. Ja, ich habe hier schon unseren Unterboden gefegt. Es ist wie Teppich gesaugt, Hundedecke ausgeklopft. Heute Nacht irgendwann sind noch welche hier aus Lüneburg gekommen mit einem ganz tollen, kleinen, kompakten. Der wäre auch was für Kinder, aber zu teuer. Und Lüneburg, Wacken, die waren wohl Wacken. Ich habe schon überlegt, ob ich die kenne. Wir warten darauf, dass sie aussteigen. Ob das die meinen, die wir sind. Ob das die sind, die wir meinen. Falls irgendjemand mal nach Rewe kommt, hier so in dieser, es ist ja von Rothe. Rothe ist ja auch bei uns in, wie heißt das da? In Horn. Rothe. Fleisch mit Tradition. Lüner Rennbahn aus Lüneburg. Na gut. www.erichrothe.de Kräuterfleischsalat. Der ist lecker auf frischem Schwarzbrot. Empfehlung von Sanne. Sven hat heute zur Feier des Tages Bückel eingelegt. Heute gibt es Viech. Ja. Meine Socke werde ich heute beenden, die zweite. Und es soll heute wieder ein warmer Tag werden, aber allerdings jetzt wieder nur 29 oder 28 Grad mit Bewölkung. Von Bewölkung sehe ich noch nichts. Kann aber ja alles kommen, ne? Vielleicht auch noch ein Schneesturm und ein Hagelschauer. Wer weiß. Ja, oder wir gehen wieder hier hinter. Also in der Sonne. Die sitzen. Das macht doch einen Unterschied, ob du schattig bist. Ja. Bis später. Mein Fleischsalatbrötchen, ein frisch gebrühten Kaffee. Dann sein Bügel ist da hinten noch. Gekochte Eier. Marmelade. Guten Appetit. Ich habe mich freiwillig ins Schatten verzogen. Hier ist das echt angenehmer. Komm her, Muffin. Das sei mein Schattenwiesen. Da ist der Hopfen immer noch.
Der ist erntereif. Nicht live ist live, sondern reif ist reif. So, ich will mal meine Socke hier mit dem Grün beenden, damit ich die Spitze machen kann. Und dann ist sie auch Geschichte. So, ab zum Hunde abkühlen. Heute ist es ein bisschen erträglicher, meinen wir. Vorher dann Schwimmi. Und mit zum Schwimmi. Hier, die Wiese, die bleibt die ganze Zeit nass. Da hat die Sonne denn hier keine Kraft. Bis Nachmittag. Dann kühlt sich der Kopf ab. Hinten schwimmen wieder zwei. Eben war noch Stand-Up-Paddling. Udin ist irgendwie nachts um 12:30 quiekte er. Habe ich gedacht, dass er Geschäft machen muss. Sven wird ihm in Unterbüchs raus. Rennt er da Richtung Straße. Ganz komisch. Ja, man weiß es nicht, ne? Wie sie gesagt, gucken und ist nicht mehr so. Seine Nase, die ist noch gut. Die Ohren sind nicht gut. In Dänemark dachte er ja auch, wir stehen auf 23 oder 26, wo wir immer standen. Standen wir ja nicht. Und er raste dann zu dem Wohnmobil hin und guckte dann total bedeppert. Ist da so wie ich? Oder ist das eine Frau? Brille auf. Ich glaube, das ist ein Mann. Einfach so raufsetzen. Da hat den Sitz noch hinten drauf, den habe ich abgemacht. Finde ich blöd. Aber es ist so wie so ein Bootersatz. So ein Kanu ohne Rand. Dann eben zum Muffin. Was hast du denn jetzt? Da hat sie dann Seerosenblatt mit und ihr Schwimmi eingewickelt. Ist das Sushi? Reiersee-Sushi. Oh, feine Muffin. Aber machen wir nicht. Nee. Aber Hauptsache, dass die sich immer so abkühlen, weißt du? Ja. Und du auch. Mal ein bisschen Pause. Badestunde beendet. Kameralinse ist fertig. Muffin sucht nach Mäuse. In der Sonne kann es gar nicht gehen. Und jede Bewegung langsam. Wenn ich ein Klo ausfahre, dann ist ein bisschen gehabt. Langsam. Da war der Bauer gestern auf dem Feld hinten. Und wie gesagt, wenn du da sondelst und hier die 404 oder was ist das hier? Wenn du da Autofahrer hast, die rufen auch die Polizei. Da ist das Schild für die Campingplätze. Ja, da draußen. Ach da, Reihersee. Campingplätze. Ja. Ein Stück weiter und dann links. Ich gehe nochmal zu den Tafeln da eben. Zufahrt Wohnmobile, WC, baden, essen, trinken.
Imbisse, Eintritt frei, Imbiss. Erwachsene 2 Euro, Kinder bis 10, 1,50. PKW 50 Cent. Mobile pro Nacht 12 Euro. Ach, eine Dusche gibt's ja auch. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, da ist der tolle Imbiss. Raya di Lago, ja. Fritteuse hat er schon angeschmissen. Und hier ist auch, also da sind auch noch Stellplätze. Bei den Bauwagen hatten wir ja letztes Jahr gestanden. Hier die Wiese. Ja, und am 13.09. ist hier wieder großer Flohmarkt. Und jetzt kommen wir hier von der anderen Seite. Geradezu sind Stellplätze. Dann hier die ganze Wiese, hier vorne, wo ich jetzt gehe, da stehen wir ja und da vorne quieselt sich alles direkt am See. Wie Jen sagte schon, am besten mit der Vorderreifen ins Wasser. Wie abgenommen? Nee. Eins liegt da und eins liegt da im Wasser und wir sitzen hier hinter im Schatten. Das Mittagessen hier vom Imbiss ist sehr lecker, die Pommes, noch eine extra Pommes. Und der Imbiss heißt Raya di Lago. Ja, ich glaube D hat er geschrieben. Nicht Lago di Garda. Komm her, Adi. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Siesta. 28 Grad draußen. Bis später. Moin, Herr Kaloin. Erstmal Schluck Wasser. Ich habe eben nach dem Schnitzelchen geruht und geguckt. Oh ja, es ist aufgefüllt hier. Sind noch mehr zugekommen. Mein Hopfen übrigens, den ich heute Morgen geerntet habe, hört mal. Ich werde dann noch nachher oder morgen früh noch mehr ernten von. Das ist der männliche. Ich habe gelesen, der weibliche, der hat dieses Pulverextrakt, der weibliche Hopfen. Das hier ist ja wilder Hopfen, männlich. Der weibliche, der hat Pulver, was für schaumige Bier, ne? Und, aber auch mit wilden Hopfen kann man einen Tee machen, der beruhigend wirkt, einschlaffördernd. Man kann auch ein Hopfenkissen, ein kleines sich machen. Wie riecht das? Nicht jetzt so wie Bier, aber schon würzig. Naja, jedenfalls soll man davon dann 2 Esslöffel mit Heißwasser übergießen, das ziehen lassen und dann trinken. Aber es ist auch gut für die Leber. Ich habe zum Beispiel eine Fettleber, nicht vom Saufen, von der falschen Ernährung, wie ich glaube jeder zweite in Deutschland. Und dagegen soll das auch sehr gut sein. Das zerstört auch irgendwelche Krebs,
Leberzellenkrebs-Dingens. Ich habe da irgendwas gelesen. Und da musste ich dann an Caroline denken, an meine Freundin. Ob das nicht auch was für sie wäre, wenn sie dann abends dann so einen Becher Hopfen-Tee kriegt man auch in der Apotheke, die diese losen Hopfenblüten zum Tee aufgießen. Ja, und dann auch für Umschläge. Und früher hat man ja sowas viel mehr gemacht, ne? Und ich sage nur, back to the nature, back to the roots. Immer ein bisschen. Wenn es gut tut und keine Nebenwirkungen hat. Ich weiß nicht, mich wird diese Nähe stören. Also da sitzt jetzt eine da im T-Shirt und nebenan gleich das andere Wohnmobil, da hörst du ja jeden Furz. Nee, das ist nix, Susanne. Ich muss da ja auch nicht stehen. Also die bauen heute auch Sachen, ne? Heiße Nahrung noch zusammengenäht hier. Ich bin mit dem Stuhl zusammengebrochen. Das kannst du nicht mehr hören. Ermüdungsbruch oder was? Ja, ja. Das wird ab und zu klappen. Wir brauchen morgen dann. Ja, wir brauchen die Rentner-Dinger, die sind stabil. Der hat schon 40 Euro gekostet. Ja, die anderen kosten 130. Ich zahle nicht 120 Euro für einen Stuhl, dann sitze ich lieber auf dem Sitzkissen auf dem Boden. Sack ich hier mit dem Stuhl zusammen. Was? Ich habe mich gewundert, warum mir ist die Schraube da vorhin auf den Fuß gefallen. Du sitzt doch lieber auf dem Zweiersitz, dann hätte er mich auf dem Einer. Aber ich bin ja. Ich habe mit dem Kind eben auf. Ich wollte mir den Aschenbecher holen und Kaffee trinken. Und dann so, weil ich mit dem Kind so auf der Tischkantenhöhe. Ich sag zu Sven, oh Gott, das ist mir jetzt aber unangenehm. Was? Es ist ja nicht das erste Mal. Wo war das andere? Brombachsee? Ja. Beim Pizzaessen. Sollte ich zu dick sein? Ich brauche Tragkraft mindestens 120 Kilo. Der Support trägt mich auch. Okay, das hat Tragkraft, glaube ich, 150 Kilo. Unter der Bank. Bei mir. Uli, komm da weg, unter der Bank. Oh. Bin ich nicht eben im Stuhl zusammengebrochen? Er hat gesagt, man soll auf den Stühlen sich nicht so bewegen, man soll sich hinsetzen und sitzen bleiben. Dann passiert sowas auch nicht. Ich sage, ich muss mich doch bewegen. Konfuzius sagt, frisst du viel, nein. Konfuzius sagt, wer viel am Tische frisst, den Stuhl bald vermisst. Weil sie auch warum Klappstuhl heißt. Nicht, weil man ihn zusammenklappt, sondern. Oh, herrlich. Das, ich sag zu Sven, das fühlte sich an so wie Treibsand. So. Und dann so mit dem Kinn in der Höhe vom Tisch. Und Sven ist dann aufgesprungen und hat mich gerettet. Ich sag ganz klar, Ermüdungs, so vom Schweiß, Sonnenmilch, ja nicht das Gewicht. Ah. Wir haben jetzt ja auch Musik. Ihr hört sie bestimmt jetzt nicht, aber sie ist da. Da ist ein Gitarrespieler und der singt auch. Irgendwie klampft er aber immer so das gleiche Lied, aber ist egal. Das.
Ich schlag gerade neue Socken an. Charisma Superwash. In Marineblau. Rot und Weiß. Fritz Berger ist 52 Kilometer. Nee, nach Fritz Berger will ich auch nicht. Wo soll ich denn die nächsten zwei Tage benutzen? Neben mir? Da liegt die Wolle und alles. Das räumen wir doch gleich weg. Susanne macht jetzt Susanne macht jetzt Kalimba de Luna. Weil hier ist jetzt Musik in. Noch eine Abendgassi-Runde. Hier die Kalimba des Vertrauens. Krass. Meine Haare. Eine Mücke im Auge. Und dann muss ich so gehen. Das ist jetzt Sven's Handy. Meins muss aufladen. Das andere ist so neblig. Ich filme jetzt dahin, wo ich so hingucke. Die Wiese ist schon wieder feucht. So leicht der Dunst überm Feld. Das ist wegen dem Salz. Odin auch. Die brauchen das. Es riecht so. Nach was? Dünger? Wild? Komm hier mal hin. Flaming Star. Und in der Ferne bellte ein Hund. Wir haben jetzt 21.08 Uhr. Ich habe mich erstmal mit Teebaumöl und Lavendeltropfen einbalsamiert. Die hätten auf der Hundewiese total zerstochen. Totale Zerstechung. Sven macht auch noch mal eine Salbung. Und wir sagen hier Gruß, Kuss und Schluss. Bestimmt bis morgen. Nochmal unser Kerzenambiente. Auch Lavendel überall reingeträufelt und Teebaumöl.